Welche berühmte Frau willst du daten? Vanessa May. Da gehen mir schon die Schnürsenkel auf, du. Bei jedem anderen Mann würde ich sagen, boah, weißt du, aber der ist so fluffig. Ich dachte, ich bin heute ein bisschen flirty, aber wenn du das schon von selber machst, ist ja perfekt. Ich bin gespannt, ob man die Schweißflecken später sieht. Wenn, werde ich auf jeden Fall auch direkt in die Kamera rein. Aber ich glaube, es läuft eher alles hier in die Hose. Und macht nicht diesen Fehler, gib kein Geld für Pornos, das ist so dumm. Lass den Sauerkrautsaft weg. Lass den Sauerkrautsaft weg. Willst du, dass ich diese Scheiße trinke, ne? Nein, ich kotze hier gleich hin. Ist das schön, wenn man live hier hinkotzt? Und ich mache nie was zweimal, ich gehe immer weiter deswegen. Ah, krass. Also, ah, okay. Wir sind jetzt hier das letzte Mal wahrscheinlich, ne? Ach so, sowas. Nee, hack's ruhig ab, ist okay. Ja, okay, also. Ich hab's auch schon gedanklich abgehakt, alles gut. Mit fast 3 Millionen Abonnenten ist er einer von Deutschlands erfolgreichsten YouTubern. Er ist ein absolut krasses Multitalent und einer der charmantesten Partner, die ich hier auf dem Laufband hier hatte. Dankeschön. Bitte. Ich dachte, ich bin heute ein bisschen flirty, aber wenn du das schon von selber machst, ist ja perfekt. Ach, das war jetzt flirty für dich? Wow, okay. Für mich war das schon flirty. Aber mein Beziehungsleben ist auch nicht so gut. Also ich glaube auch nicht so erfolgreich wie deins, deswegen... Wir sprechen gleich sehr intensiv über dein Beziehungsleben. Ja, vielleicht kannst du mir ein paar Tipps geben. Du bist auch schon ein paar Jährchen älter. Du, ich glaube, mit deinen 30 Beziehungstipps hast du auf jeden Fall ein bisschen mehr. Komm. Wir reden nachher. Okay. Wir machen eine Runde Speed-Dating zum Kennenlernen. Kurz für alle, er wollte den Sweater anlassen. Er wird es bereuen. Ich wollte mich solidarisieren. Ich bin gespannt, ob man die Schweißflecken später sieht. Wenn, werde ich auf jeden Fall auch direkt in die Kamera rein. Aber ich glaube, es läuft eher alles hier in die Hose runter. Du kannst dich auch immer gerne ausziehen. Das haben wir auch schon gehabt. Das ist absolut kein Problem. Nice. Was wiegst du? 78. Was macht denn der? Warum läuft denn der so gemütlich? Ganz kurz, wird es noch langsamer wieder oder ist das jetzt schon das Niedrigste? Ich verrate gar nichts. Scheiße, Alter. Was wiegst du? Immer noch 78. Ah, danke. Wann bist du zu Hause ausgezogen? Mit 18. Über welchen Promi kannst du ein Referat halten? Bear Grylls, ja, der ist krass. Was bereitet dir schöne Gänsehaut? Scheiße, ich muss voll aufpassen. Gänsehaut, ich habe Spinnen zum Beispiel. Oder wenn schöne ich Gänsehaut. Ach, schöne Gänsehaut. Ja, außer die ist schön. Spinnen, ich find's richtig geil. Achso, nee, schöne Gänsehaut ist, wenn ein Mädchen so ein bisschen Fingernägel hat und die hier so lang krault. Das ist schöne Gänsehaut. Okay, wovon besitzt du viel mehr als nötig? Mein Schuhbändel ist offen, verdammt. Okay, also ich habe, soll ich es wirklich sagen? Sag. Ich hab von, ich weiß nicht, ob man Marken hier sagen darf, aber ich habe von einer Erotikmarke, habe ich jetzt jahrelang hintereinander, habe ich jetzt so Erotikkalender zugeschickt bekommen mit jeweils 24 Spielzeugen. Ich habe eine Schublade zu Hause, mindestens 100 geile Sexspielzeuge schon, sicherlich, aber viel zu viel. Vor allem, wenn man Single ist, so. Ich brauche das gar nicht. Warst du mal in einem Verein? Ja, Fußball, Tischtennis. Was hast du gestern um 23 Uhr gemacht? Ohne Scheiß, ist nicht gelogen, aber ich habe mir hier eine Show reingezogen im Livestream. Oh, ja. Nice, gut Hausaufgaben gemacht. Was ist ein typischer Geschmack deiner Kindheit? So, ich glaube, so Wassermelonen-Kaugummis. Vor was gruselst du dich? Vor Spinnen. Ja. Und was würdest du dir gerne kaufen? Boah, ich... Hau raus. Nein, ich glaube, das echte Glück der Welt kann man sich gar nicht kaufen. Oh, wow, Leute. Welche berühmte Frau willst du daten? Vanessa May. Guck mal, wenn das jetzt hier schon so losgeht. Was findest du romantisch? Ja, so, ich habe eine Dachterrasse und wenn man sich da mit so einer Picknickdecke hinsetzt, mit so schönen Kerzen und so einem kleinen Wein, das ist wirklich schön. Man sieht die Sterne über Berlin, ist toll. Okay. Lässt du andere von deinem Essen abbeißen? Jetzt zur Corona-Zeit nicht unbedingt, aber normalerweise schon. Okay. Was wolltest du schon immer mal ausprobieren? Fallschirmspringen zum Beispiel. Echt. Deine schlechteste Zeugnisnote. Oh mein Gott, stopp mal. Können wir bitte sagen, dass er einen Abischnitt von 1,3 hat? Und ich frage jetzt sicher nicht, was seine schlechteste Zeugnisnote war. Was war deine schlechteste Zeugnisnote? Befriedigend, 3. Aber ich muss auch dazu sagen, ich komme aus so einem Elternhaus. Die haben da schon ein bisschen drauf geachtet. So. Befriedigend war meine schlechteste Zeugnisnote. Du hast es geschafft. Dankeschön. Ich muss meinen Schuhbändel, glaube ich, bänden, bevor ich hier... Der lässt weiterlaufen. Lass weiterlaufen hier. Verdammt, das gab es ja auch noch nie. Da gehen mir schon die Schnürsenkel auf, du. Das ist voll das gute Training eigentlich, wenn man irgendwie so bei GNTM mitmachen will. Kann man richtig so lernen, seine Walks hier. wenn ich normalerweise durch die Stadt laufe, glaube ich, laufe ich ungefähr 6 km/h. Und alle, mit denen ich immer laufe, sagen immer, ich laufe viel zu schnell. Und das hier ist zum Beispiel gerade anstrengender für mich, als jetzt gerade die 6 km/h. Weil das ist so auf Zwang irgendwie. So, dann lass mal gleich da, dass es anstrengend bleibt. Okay. Jonas, ich habe auch für dich keine Kosten und Mühen gescheut und habe dir einen, wie er lacht, guck mal, einen persönlichen Backdrop. Ich bin übergespannt, dass es bei mir ist. Ja, du darfst ihn auch selber wegziehen. Ja? Den Vorhang, ja. Also, runtergehen, einfach vorsichtig und dann zu dir ziehen. Ja? Sei begeistert oder auch nicht. Okay. Ich hab's halt nicht mit meinen Google-Suchdinger zu tun oder so. Ach lol, Alter, das ist ja witzig. Na. Ja, ist das jetzt positiv, was du jetzt und ich weiß es nicht. Weißt du nicht? Deine alte Schule. Ja, ist schon lustig, das gerade zu sehen. Was sind denn deine schönsten Erinnerungen an die Schulzeit? Die schönste Erinnerung natürlich meine extrem guten Noten. Nein, Spaß. Also die, oh Gott, die schönsten. Ey, ich habe Schule jetzt nicht sehr gemocht, muss ich sagen. So. Also wenn ich das zum Beispiel sehe, wenn ich die beiden Jungs da vorne unten sehe, das erinnert mich richtig daran, dass ich ab der 10. oder 11. Klasse, da habe ich halt schon YouTube-Videos und so gedreht, ja, ja. Jede Pause kam immer 5. und 6. Klasse. Also es war ganz lustig, aber irgendwann war es einfach anstrengend. Und genauso, ich halt dann toll fand. Und die beiden, irgendwie. Genau, ja. Und ach, ich meine, irgendwann, wann kommt das nächste Video? Weil das war. Okay,
das ist aber auch ein Luxusproblem. Du hast ja eigentlich Karriere gemacht als ewiger Schüler. Für dich hat Schule irgendwie nie aufgehört. Krass, Klassenfahrt ist ja heftig abgegangen. Vor allem, ich habe hier ein Update. Es kommt sogar als Film ins Kino. Ja. Heftig, Glückwunsch. Dankeschön. Warst du mit dem krassen Erfolg überfordert? Hat es dich überrascht? Nö, also jetzt war nicht total überraschend, auch nicht überfordert. So, aber es freut natürlich sehr. Also ja, wir sind auf jeden Fall zufrieden. Das ist schön. Ein weiteres Projekt, Villa der Liebe. Die es nicht kennen, erzähl mal, worum geht's und warum sollte man es unbedingt gesehen haben? Also bei Villa der Liebe ist es so ein bisschen so, im Grunde vom Konzept, wie der Name schon sagt, geht es eigentlich immer darum, dass in irgendeiner Konstellation Leute in einer Villa sind oder in einem großen Haus und es dreht sich alles um Liebe und Beziehungen. Mhm. Wir machen da auch so ein bisschen, das ist so eine Art Mockumentary, das heißt also, es ist quasi eine Scripted Reality Parodie von den Originalformaten. Genau, es ist so ein bisschen, aber es ist halt Comedy. Es ist also, wir versuchen das immer so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, okay, was da im echten Fernsehen so läuft. Ja. Und ja, es ist sehr unterhaltsam, würde ich sagen. Deswegen muss man sich das ansehen. So, angucken. Was macht mehr Spaß? Vor der Kamera sein oder hinter der Kamera? Ich glaube, im Schnitt schon vor der Kamera. Also deswegen ist es auch oft so bei den Formaten, die wir selber produzieren, dass wir uns auch trotzdem selber mal mit rein besetzen und mitspielen. Ja, du hast vorhin schon gesagt, seit du 15 bist, hast du YouTube angefangen. Und bist vor der Kamera eigentlich erwachsen geworden und groß geworden. Bereust du da irgendwas oder war es für dich challenging? Nö, das ist okay. Ich bin es halt gewohnt. Also ich drehe Videos, seit ich 13 bin. Und hab nie aufgehört, aber klar, es gibt so Momente, da wünscht man sich schon, dass es zum Beispiel eben nicht so wäre, dass man, wenn man unterwegs ist, dass man von jungen Leuten eigentlich dauernd erkannt wird. So. Ist es so krass? Das wirklich? Ist schon heftig, ja. Gehst du noch wohin normal oder ist es ja, also wirklich jetzt, heftig? Jetzt ist halt auch gerade durch die Corona-Zeit abgeschwächt alles, ja. Aber so ja, dann zur normalen Zeit, wenn man irgendwie ins Kino gegangen ist oder irgendwie mal feiern oder so, dann wird man halt schon, weiß man doch, man wird immer irgendwie angesprochen erkannt, so. Ja. Und das ist halt manchmal ein bisschen nervig, so, wenn man im privaten Moment unterwegs sein will, auch im Datingleben zum Beispiel. Mhm. Aber es ist jetzt nicht schlimm, also ich würde es jetzt nicht eintauschen wollen. Ja, ja, genau. Ja, gut. Du machst so wahnsinnig viel, du bist voll der Streber. Du machst Content für deinen Kanal, du drehst Serien, ich muss es mir aufschreiben, weil es echt viel ist. Du schreibst Bücher, du hast ein Parfüm rausgebracht, du machst Musik. Wie viele Stunden am Tag arbeitest du? Und übertreibst du es nicht manchmal ein bisschen? Ja, ich habe mich dazu entschieden, dass ich quasi meinen Beruf zu meinem Leben gemacht habe, so. Oder erst mein Hobby zum Beruf und jetzt mein Beruf zu meinem Leben. Aber das ist okay. Also auch so mein Freundeskreis befindet sich so in meinem Berufsumkreis. Die Drehs selber sind dann auch, da sind auch viele Freunde immer dabei. Und ich kann das alles gar nicht mehr differenzieren, was jetzt Freizeit ist, was nicht so. Aber nein, das ist bei mir auch so. Es ist eigentlich cool, so dein Lebenstraum und es gibt keinen, genau, okay, jetzt schalten wir mal ab, sondern es ist immer so eins, das finde ich am geilsten. Dann macht es auch am meisten Spaß. Nee, dann kann ich es auch verstehen, warum man so viel, mich fragen auch immer so viele, ey, ist immer so viel und du machst so viel und Schuster bleibt bei deinen Leisten. Nein, wenn ihr die Möglichkeit habt, alles zu machen, mach. Ja, das ist nur ein Leben. Und ich finde es auch so schön, wenn Leute irgendwie erzählen, dass sie, wenn Leute mir sagen, sie haben Langeweile, wissen, was sie machen sollen. Für mich ist es immer irgendwie so... Unverständlich. Ja, genau. Also ja. 30 Dinge, die man in einer Beziehung nicht tun sollte. Über 100 Millionen Views. Ich habe mich beömmelt, sage ich dir, als ich es angeguckt habe. Das war echt krass. Hast du aber einen ernsten Beziehungs... Also ich fühle mich beömmelt? Ich habe wirklich mich beömmelt. Beömmelt ist ein witziges Wort, ne? Ja, ich benutze es gar nicht so oft, aber ich fand es witzig. Meine Oma sagt es immer, dann habe ich das aus Spaß mal in so eine Serie reingeschrieben. Beömmeln? Hatten wir so ein Lachfleisch am Dreh. Beömmeln ist halt einfach so. Beömmeln ist meine aber Oma lustig. Sagt es immer nur. Ja, ich finde es lustig, beömmeln. Das ist ein cooles Wort. Aber wenn es deine Oma sagt, dann mache ich mir jetzt ein bisschen Gedanken. Aber okay, na. Ja, was wollte ich fragen? Hast du einen ernsten Beziehungstipp? Außer die 30, die da drin sind. Das Ding ist, ich finde, man kann als Single nicht fragen, hast du einen guten Beziehungstipp? So. Das ist so, ja, aber du hattest ja schon Salz in die Wunde paar Beziehungen. Ja, aber offensichtlich nicht sehr erfolgreich. einen guten Beziehungstipp habe ich, einfach ehrlich sein in der Beziehung. So. Das ist wichtig. Warst du es vorher nicht? Doch, ich schon. Warum ist dann geschafft? Oh! Ja. Ah. Aha. Genau, aber deswegen, also ich kann jedes das auch andere Mal? Nur... Nicht jedes Mal. Ah, das ist echt doof. Unehrlichkeit und sowas ist das Schlimmste. Nee, ja. Das geht aber das glaube ich oft. Also heutzutage ist das ziemlich krass. Bei Frauen? Nee, kann ich mitreden. Bei Menschen. Ich bin vom Markt seit... Bei jungen Menschen. 8 Jahren. Ach, bei jungen Menschen? Da kann ich auch nicht mitreden. Nein, Spaß. 2019 war für dich ein turbulentes Jahr. Hast auch offen da deine Fans. Nein, war es nicht? Doch. Ja, genau. So, was war das? Ich hab's verdrängt. Was war in diesem Jahr nochmal? Okay, ich wollte es gerade sagen, 2020 war ja das schreckliche Jahr, aber 2019 war dein persönliches turbulentes Jahr. Hast auch die Fans daran teilhaben lassen. Was ist das für ein Gefühl, mit Abstand so darauf zu blicken, auf dieses Jahr für dich? Bezieht das jetzt auf die Trennung oder generell auf das Jahr so? Es kommt ja darauf an, was so turbulent war in diesem Jahr. Ja, also eine Trennung, also so ich... Das war natürlich auch schon turbulent so für mich. Das war natürlich schon, da hat sich viel dann bewegt bei Oder mir. Oder andere Frage, was hat dich am meisten belastet in diesem turbulenten Jahr? Nee, es ging viel los. Wir haben auch unsere Firma gegründet und so, da war super viel schon. Es ist viel passiert. Und da habe ich auch gemerkt, dass dann dieser Übergang von Freizeit hin zu eigentlich nur noch Arbeiten so, dass es sehr krass wurde. Das hat mich dann aber, ich bereue davon jetzt keine Sachen. Mich hat aber vieles natürlich schon bewegt, so Privates und Berufliches. Aber ich glaube, jeder muss
erstmal so kleine Krisen erleben, um dann auch in der Zukunft besser über solche Sachen reflektieren zu können. Also. Du bist ziemlich gescheit für deine 24 und dann noch als Mann, muss ich sagen. Ist wirklich so. Du musst echt, du darfst dich auch nicht drücken vor so einem Entwicklungsprozess. Das, auf die Schnauze fliegen gehört dazu, um zu wachsen und weiterzugehen. Das glaube ich auch. Ich hätte nicht gedacht, dass es so emotional wird jetzt. Ja, Wahnsinn. Ich bin auch total. Noch eine letzte emotionale Frage. Okay, perfekt. Was muss 2021 passieren? Weil 20 lassen wir mal außen vor. Was muss 21 passieren, dass es ein geiles Jahr für dich wird? Also ey, wirklich gar nicht mehr so viel, weil wir bereiten schon super viel darauf vor. Jetzt zum Beispiel der Kinofilm drehe. Ja. Wir drehen in Kroatien. Für 40 Tage sind wir in Kroatien. Also das ist cool, sowas zu machen. Deswegen, du kannst dir dann dein Glück ja selber formen. Und ich glaube, dafür sind die im Grunde so die Fundamente sind schon aufgebaut. Du kannst dein Glück selber formen. Ey, ich drehe voll durch. Ist von wegen, du hast keine Lebensmotto. Das wäre nicht, dass ich mir tätowieren würde. Mottos? Mach's nicht, nein. Wir spielen jetzt. Es wird ein bisschen schneller. Okay. Wir machen Double Time. Alter, also bisher geht's easy so. Also, ja, deswegen weiß nicht, ob du schon schwitzt, aber bei mir. Nee, ich schwitze nicht. Wir machen Double Time und wir spielen. Wir spielen Face Swap. Kennst du das? Ja, ich hatte bei Claudia kurz reingeguckt. Ah ja, da und ich hatte es auch erst überlegt, ob ich dich dann die ganze Zeit Vanessa May nennen soll. Ich hatte es gestern live schon. Hör mir auf. Ich wusste nicht, wer Vanessa May ist. Na, May bin ich eh, denn ich spiele keine Geige, aber ich singe. Wobei, wenn du mich Helene Fischer nennst, bin ich dir ein bisschen böser. Also von dem her, mach Vanessa May, das kann ich. Hatte auch überlegt, ob ich dann am Anfang fragen soll, was du überhaupt machst und wer du bist, aber fand ich nicht so lustig. Na, alles gut. Ich bin froh, dass du mich kennst. Genau, wer die meisten erkennt, gewinnt. Okay. Und wer das nicht, der verliert. Schlicht. Das hat keine Konsequenz, aber ich wollte es einfach ein bisschen dramatisch aufladen. Was ist eigentlich hier in diesem Flasch drin? Kann man Wasser. Du kannst Wasser. Aber es ist farbiges Wasser. Nein, das ist nur die Flasche. Ach. Die anderen Sachen kommen noch. Aber trink, es ist Wasser. Man kann es trinken. Oh, wow. Wer ist denn das? No, keine Ahnung. Also, die eine Person. Sag Wasser. Die eine Person kenne ich auf jeden Fall. Moment, die andere noch nicht. Ah, ich kenne die andere. Taylor Swift. Okay, und Gronkh, glaube ich. Und wer? Gronkh. Wer ist ein Gronkh? Er ist ein... Vielleicht der berühmteste Let's Player in Deutschland. Ich glaube, früher auf jeden Fall war es mein absoluter Lieblings-YouTuber. Das ist echt eine Legende, Mann. Gronkh ist echt eine Legende. Ja. Und Taylor Swift? Sag jetzt nicht, du bist ein Swiftie. Ey, dann gehen wir mal feiern. Ich dachte, das wäre eher für dich vielleicht einfach so. Ach so, okay. Okay, ich dachte, ich habe einen Swiftie gefunden. Aber nein, dann ist halt nicht so. Weiter. Eieieiei. Scheiße. Das ist schwer. Bei Claudia habe ich voll viel gewusst. Ich hieß voll schwierig. Das ist echt hart hier. Wir haben einmal rechts Julian Bam, aber links. Boah, warte mal. Shit. Nee, ich komme nicht drauf. Wer ist denn sie? Anke. Engelke. Ach du Jemene. Ah, ja. Anke. Ja, mit Anke Engelke habe ich auch mal zusammen gedreht. So. Wir haben im Kinofilm echt, gespielt wie ist beide. Die? Ich habe die noch nie kennengelernt. Oh, super sympathisch. Du meintest zu mir so, hey Jonas, du spielst echt gut. Ich so, danke. Geil. Ja, das ist ganz, ganz cool auf jeden Fall. Und Julian ist auch ein super korrekter YouTuber. Hat man da so Konkurrenzdenken untereinander oder ist es cool? Buddies, nein, Support nee, und so? Konkurrenz auf YouTube nicht so viel eigentlich. Geil, das mag ich. Wie ist das in der Musikbranche? So, oder explizit so bei in der, Segment Schlager? Also schon krass. Okay. Next! Also in meiner Welt supporten wir uns alle, aber es gibt andere Welt. Ja, nächstes! Okay. Oh, wow. Sieht auch absolut attraktiv aus. Wow, das die würde ist ich daten. Schlimm. Ja, super. Oder ihn, keine Ahnung. Ja. Weiß ich nicht, wer ist es denn? Es ist echt schwer heute. Ich brauche immer noch die andere Seite. Warte mal, das könnte sein. Oh. Ah, Mark Forster und Stefanie Giesinger. Kann Alter, das sein? Sick. Wow. Das war richtig gut. Ja, Mark Forster, mit dem hatte ich auch mal gedreht für The Voice. Aha. Stefanie Giesinger ist einfach geil so, aber zu der habe ich jetzt keinen Bezug. Steffi, ja, wer findet sie nicht geil? Sie ist einfach total schön. Und Mark, muss ich sagen, kenne ich auch, also ab und zu mal gesehen und super. Mega sympathisch, ja. Super lieb, ja. Voll cool. Next one. Oder haben wir noch einen? Ah ja. Ui, 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 oh. Till Schweiger. Du armes Alter, Ding. Sie ich bin so schlecht blöd darin. Aus hier. Wow, wer ist sie? Oh, Evangeline. Ah, scheiße, so gut habt ihr euch informiert. Aha. Was ist denn hier los? Ja, Alter, die hat mich ja richtig gescannt, Alter. Krass, was ist deine Lieblingsserie? Also Lost, aber ich muss sagen, das ist echt lange her schon. Also in der 10. Klasse war Lost meine Lieblingsserie. Okay. Von HBO, also das kann ich euch jedem empfehlen. Ja. Aber so das, ich wüsste nicht mehr, wie diese Schauspielerin heißt. Bin auch echt schlecht mit Namen. Vanessa May war das, ne? Genau. Ja, aber ich, krasse Kombi auf jeden Fall. Das ist echt egal. Und Till Schweiger? Ist es so ein Traum, mit ihm zu arbeiten oder hast du schon? Nö. Wie nö? Kein Traum, mit ihm einfach zu arbeiten? Was? Nö, beides nö. Weiß ich, die Filme sind jetzt nicht so meins und Aber hatte die Beef schon mal? Nein. Nee, also ich glaube. Aber jetzt! ist einfach nicht meine Richtung so. Okay, alles klar. Ja, ist ja auch kein Ding. Aber würdest du mit Helena Fischer mal eine Koop auf. Also würdest du es mal machen? Ich war ja schon mit ihr auf der Bühne. Ich hab das schon abgehakt. Geil. Und ich mache nie was zweimal. Ich gehe immer weiter deswegen. Ah, krass. Also, okay.
Wir sind jetzt hier das letzte Mal wahrscheinlich, ne? Ach so, wieso war das denn? Nee, hakst du ruhig ab, ist okay. Ja, okay, also. Ich hab's auch schon gedanklich abgehakt, alles gut. Ja, ich glaube, ich hab verkackt, also muss man sagen, nein, ich hab reingeschissen. Nein, gleich so, ich fand's halt sehr schwer, wirklich, war echt voll challenging. Wir hauen jetzt ein bisschen Steigung rein ins Laufband, dass es natürlich nicht langweilig wird. Ich hoffe, die Laune steigt auch gleich, weil wir spielen jetzt Never Have I Ever. Das sieht so eklig aus, was hier gerade hingestellt wurde. Die Meinungen gehen weit auseinander. Wir spielen erfrischende Fragen, das ist unsere Version. Also Never Have I Ever kennst du? Ja, klar. Kannst du es erklären? Naja, wenn man was gemacht hat, also es wird ne, etwas, einen Satz gesagt. Ja. Und wenn man das schon gemacht hat, muss man halt shoppen. Geschmacklich wünsche ich dir jetzt viel Spaß. Ach, du schon auch. So, so liebst du mir dann auch nicht, gell? Hat das bei dir funktioniert? Natürlich nicht. Okay, cool, bei auch. Dir? Nee. Ich glaube auch nicht, dass sowas funktioniert, ehrlich gesagt. Das ist auch Schwachsinn, du. Das geht auch nicht. Ach, come on. Wie jetzt? Lass mich doch nicht alleine trinken. Also nee. Du kriegst wahrscheinlich nachgeschmissen. Oh! Ich wollte es nicht so guck sagen, mal. Aber... Aber du hast welche für über 200 Euro. Ja, das schon, aber ich hab's ja nicht gekauft. Soll ich aus Solidarität? Solidarität, ja, bitte. Du musst ja auch bewerten, oder? Das eben war, glaube ich, ein Ingwer-Shot, oder? Iu, hast du gehabt. Sauerkraut. Ah, genau. Ah, Sauerkraut, ja. Also Sauerkraut-Saft nicht. Wir haben mal so YouTube-Challenges gedreht, wo man das literweise trinken musste. Du bist knallhart. Der Durchfall war anders danach. Ja, doch, habe ich auch schon. Aber es liegt jetzt nicht daran, dass ich Angst hatte, was die Leute sagen, sondern eher, weil ich dachte, ups, du? Doch nicht so, also so ein Bild ja, war genau. Sowas. Ich hatte mal so eine, ich war auch früher so ein bisschen Beef auch mit einer Person, mit der ich mal. Und dann habe ich, wollte ich, wer denn? Dann war es, nicht so egal. Dann hatten wir sowas, was Öffentliches. Es war einfach dumm, man sollte das nicht öffentlich machen, die Sachen. Ich habe das dann gemacht. Frau? Die Frau, ja. Ah, okay. Dann habe ich es aber direkt wieder gelöscht. Und das Doofe ist, es gibt, also in der Story, es gibt super viele Funktionen, ja, wie du diese Stories wieder herholen kannst. Ach so. Und dann hat das irgendwie einfach auf YouTube reuploadet, hat es einfach super viele Aufrufe da. Oh, ich wollte es einfach direkt raus haben. Deswegen muss man vornherein genau darauf achten, was man postet. Cheers. Cheers. Das brennt. Boah, yo, das ist echt, das ist richtig, ich glaube, ich glaube, du sollst gleich besoffen. Ups, Gleichgewichtsproblem? Ja, irgendwie schon. Oh Mann, Leute, was ist denn los heute? Echt krass, wann war das, dass du dich geprügelt hast? War das zuletzt mal? Nein, jetzt nicht mehr, aber ich war schon ein bisschen Akku unterwegs damals. Vor allem, wenn ich Alkohol trinke, da werde ich eine richtige Akku. Was heißt denn damals? Wie alt bist du jetzt? 29? 28. Oh, mach mich doch nicht älter, Mann. Okay, sorry, im Mai werde ich 29. Nein, ich war so zwischen 14 und 18. Ach, ihr tut einfach neu hier hin. Ja klar, wir sind ja noch nicht fertig. Was glaubst du denn? Scheiße, Mann. Lass den Sauerkrautsaft weg! Lass den Sauerkrautsaft weg! Ich sag dir. Ich muss aufstoßen, warte mal. Was wollte ich sagen? Ach genau, zwischen 14 und 18 war ich so ein Diskothekengänger. Deswegen zwischen 14 und 18, weil als ich es durfte, war es dann langweilig für mich. Deswegen. Und damals war ich dann voll die Akku-Braut. Ich hatte meine letzte Schlägerei auch in einer Diskothek. Mhm. Willkommen? Nee. Wollen wir da näher drauf eingehen? Ich glaube nicht. Nee, das war bei so, also es passiert noch öfter so, aber es ist so bei... Oh mein Gott. Bei so weißt du, was krass ist? Man kann es dir irgendwie gar nicht übel nehmen. Das ist so, bei jedem anderen Mann würde ich sagen, boah, weißt du, aber der ist so knuffig irgendwie. Da kann man nicht böse sein. Seine Masche. Cool. Kann ich durchschauen. Wir haben öfter, so oder früher auf jeden Fall, wenn wir Vortrinken gemacht haben und so, spielen wir halt auch immer diese Trinkspiele und solche Sachen oder Flaschen drehen und da gibt es halt super viele solche Aufgaben so. Und da passiert es dann halt öfter so. Aber ich gehe jetzt nicht in irgendwelche Läden und bezahle dafür. Ach so, also, bezahlen tust du nicht dafür. Okay, nee. Ja, das ist Definitionssache, aber mein Mann würde sagen, ja. Du auch? Was war's? Mhm. Boah. Ich hab mal ein Abo bei einer Pornoseite abgeschlossen und dann gemerkt, dass das alles auch woanders hochgeladen wurde. Habe ich es richtig bereut so. Deswegen, die ganzen Brothers-Sachen und so werden auch woanders hochgeladen. Macht nicht diesen Fehler, gebt kein Geld für Pornos aus. Das ist so dumm. Es gibt so viel Free im Internet, ohne Scheiß. Schwachsinn einfach. Okay. Vor allem ist es richtig unangenehm, weil die Steuerberatung von mir, die kriegt einmal einen Kontoauszüge und diese Wichser, die schreiben halt hin, wovon ich dachte halt, die machen das diskret so. Weißt du, wenn du Sexspielzeug bestellst, steht denn dann steht da was. Kontoauszug. Ja, genau das, wo du das Abo abgeschlossen hast. So, das ist einfach. Geil. Also, ich weiß nicht, ob die Nachricht peinlich war, aber allein, dass es nicht für den bestimmt war, war schon peinlich. Also von dem her. Du auch? Ich glaube. Ach komm, das passiert doch mal. Du willst ja, dass ich diese Scheiße trinke, ne? Nein, ich kotze hier gleich hin. Ist es schön, wenn man live hier hinkotzt? Ach du. Uah. Ich kann dich beruhigen, wir haben es jetzt auch schon geschafft. Vielen Dank. War echt, war aber ich habe eine schlechte Nachricht. Wir lassen jetzt die Socken qualmen beim Schlusssprint. Weißt du, was das bedeutet?
Also, dass es schneller wird. Das wird sowas von schnell. Ich find's so krass, dass du das, also dass du das, du musst es ja moderieren. Du musst ja noch richtig nachdenken. Ich werde ja nur gefragt. Also echt Respekt an dich. Danke, danke. Ich freue mich sehr über Komplimente. Aber trotzdem musst du jetzt, also je schneller du jetzt antwortest, desto schneller ist es vorbei. Okay. Okay, du antwortest mit Ja, mit Nein oder mit einer der beiden Möglichkeiten. Oh mein Gott, Jesus. Ja, natürlich machen sie es bei mir jetzt auch schneller. Das gibt's ja nicht. Warte. Bist du bereit? Ja. Bist du immer spontan? Nee. Sieht sehr elegant aus. Da. Streaming oder Kino? Was? Streamingdienst oder Kino? Kino. Gibt es ein Thema, über das du öffentlich nie reden würdest? Nö. Ja, das habe ich gemerkt. Kalte Füße oder kalte Hände? Ja, kalte Füße. Kalte Pizza oder heiße Pasta? Heiße Pasta. Machst du dir Sorgen um deine Rente? Nö. Frühreif oder Spätzünder? Ja, in vielen Dingen glaube ich eher Spätzünder. Hast du schon mal wen verprügelt? Das ist mir ja schon. Nee, ich habe eher kassiert, muss ich sagen. Ah, also das, du hast kassiert, da ja, haben wir gar nicht drüber gesprochen. Ich bin mieser Lauchmann, guck mich an. Oh mein Gott. Ich kann auch kassieren. Du hast zwei drauf bekommen. Wer weiß. Nein, ist doch okay. Multiplayer oder Singleplayer? Singleplayer! Oh mein Gott. Gibt Schreib es mir eine Insta-DM. Alle Ladies, die gerade zugucken. Alles zwischen 20 und 50 ist okay. Okay, Ladies, ihr habt es gehört. Zwischen 20 und 50. Noch einmal schlafen, dann wird gebumst. Gibt es etwas, was du bereust? Das hat Dings gesagt, ne? Claudia. Ja, Claudia. Bereust du was? Null. Außer das hier. Das vielleicht, ja. Welche Superkraft hättest du gerne? Unsichtbar, wäre chillig. Was? Unsichtbar sein. Ach so, Sonne oder Mond? Das ist so eine dumme Frage. Danke. Vielleicht Mond. Ist es schön, zwischen Weihnachten und Silvester Geburtstag zu haben? Hast du? Ja, habe ich und es ist nicht und? Schön, nein. Eltern wollen immer irgendwie so auf gemeinsam Geburtstag und so. Haben es geschafft? Ja. Okay, das war echt hart. Das Schlimme ist, ich habe Sodbrennen und zwar richtig. Oh Gott. Du schwitzt? Du schwitzt? Ich schwitze auf jeden Fall, Du hast das Schweißband. Also, ich weiß nicht, ob du Spaß hattest. Ich hatte sehr viel Spaß. Wenn nicht, bist du ein großartiger Schauspieler. Es war sehr cool. Ja, wirklich? Ja. Nur weil du hier so eine Dating-Sache hier anschieben konntest. Ich hoffe jetzt wirklich, dass wir machen doch mal deinen Aufruf, bitteschön. Achso, warte mal, nee, ich habe einen kleinen Überfall. Also erstmal vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Danke. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, weil wir haben es noch nie gesehen irgendwo. Und mein Überfall ist, du kannst natürlich nochmal einen Speed-Dating-Aufruf machen, wenn du möchtest, aber ich würde dir gerne, wenn du Bock hast, die Endcard überlassen als Urgestein. Ich lerne doch so gerne hinzu. Jo Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den SWR-Schlager-Channel zu abonnieren. Checkt auf jeden Fall auch Vanessa Mais Instagram-Account aus, meinen sehr gerne auch. Und schaut auch gerne mal das Fernsehen an. SWR, da ist niemand mehr unterwegs. Schaltet gerne mal ein, so auch die junge Generation. Das Fernsehen ist gar nicht so schlecht, erst recht der SWR. Das war's, gebt einen Daumen hoch, wir sind wieder. Ich kann's nicht besser machen. Danke. Gerne.